Aber wie das Haus. Diese Taschenlampen nerven mich fast mehr als wie der Rest. Mhm, super Sound! Das ist gerade voll ruhig, Alter. Du nicht Scheiße. Oh, Scheiße. Es tut weh! Der Reflexen! Oh, was? Oh, Panik, ich hasse diese Momente. Sherry, Sherry, Lady. Oh, fuck you. Nice, wurde über meinen Link. Spaß. Der ist wie Pikachu, der verwandelt sie. Oh. Wow. Oh, ist mir heiß, mir ist jetzt schon heiß. Ich will jetzt schon nicht mehr. Ich spiele gerade mal 5 Minuten, ich will jetzt schon nicht mehr. Keine Ahnung, was ich machen muss. Oh. Oh. Okay, ich habe Ahnung, was ich machen muss. Na, nicht hängen bleiben, nicht hängen bleiben. Was? Was ist jetzt? Das ist grad. Oder das ist voll grad. Das ist wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Oh, hey, okay, okay. Oh.
bist du? Kann ich den besiegen? Muss ich wegrennen? Ich hab gerade keine Ahnung, Alter. Wie denn? Lukas, servus! Oh, Scheiße! Oh, fuck, das ist knapp, 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 das ist knapp. Oh! Super! Keine Probleme! Alles gut! Scheiße, der stirbt oder die stirbt! Scheiße! Jetzt stirb ich. Alter! Fuck, das ist so nahe! Das ist nicht gut. Ich hab ja nichts zum Heilen da, Alter. Oh fuck, das ist keine gute Idee. Oh, Hängerbleiben ist ganz schlecht. Ich bin so deppert, ich hab das nicht gemischt, Alter. Scheiße, ich bin so behindert, das tut schon weh. Ja, deppert. Scheiße, ich. Okay. Komm her. Oh nein, das ist auch ein scheiß Gang. Oh. 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 Muss ich den, kann man den besiegen, Alter? Oh. Oh, bitte, bitte. Jemand beobachtet mich. Gut, das war gut. Das war... Bis auf das mit dem Kraut, mit dem Hoppala, mit dem Kraut war das gut. Was ist hier? Ah, super, dass wir da... Dass wir jetzt eine Handgranaten finden, bin begeistert. Scheiße. Lass mich noch kurz umschauen, hier. Keine Hinweise im Dunkeln los. Das ist nämlich ganz wichtig. Es ist so ein Scheiß mit dem Kraut, ich wollte das nur kombinieren. Fuck it. In der Panik, Alter, das ist schwierig. Geil, Alter, aus dem Nichts, der kommt aus dem quasi Nichts. Du hast nicht damit... Oh, Kraut, geil. Du hast nicht damit gerechnet, dass der neben dir steht. Auf einmal steht er hinter dir. Oder bei dir oder so. Das ist ganz, ganz heftig. Ich mag das, wirklich. Ich mag das gern. Aber die Munition geht echt verdammt schnell weg. Das ist natürlich nicht so geil. Ja, andererseits natürlich, Freunde, es ist und bleibt Resident Evil.
Ist da noch was? Nein. Ich glaube, hier hätten wir es soweit. Oh, geile Atmosphäre, Grafik und so weiter. Macht so viel Spaß. Jemand beobachtet mich. Kein Problem. Oh, Kräuter. Ja, da sind wir da. Alles klar. Weißt du, wo wir sind? Please let don't be a zombie inside. Ist Pulver. Das ist nicht das, was ich unbedingt wollte, Freunde. Ich weiß nicht, was ich mit Schießpulver machen soll. Außer mischen, ja natürlich, aber ich weiß nicht, ob ich es verbrauchen soll. Das ist das größere Problem. Okay, da geht nichts. Nothing. Dann tun wir das, drücken, tun. Ich werde das Spiel einmal mit der Claire Redfield durchspielen, weil ich wissen möchte, wie es bei ihr ist. Würde mich echt brennend interessieren. Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich, so unbeschreiblich fröhlich war ich nie. Bitte Dino Crisis, Freunde. Bitte, bitte. Wir brauchen unbedingt ein Remake für Dino Crisis. Oh, Kiste. Kiste, ich hab ne Kiste. Kiste, ich hab ne Kiste. Okay, yo, Gürteltasche. So leicht, das Spiel, geil. Wer speichern? So leicht. Spaß. Ist wirklich nicht so leicht. Ich soll ja mal was kombinieren. Das ist echt nicht leicht. Ich hab 2, 4... Alter, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mal. Das Ding können wir wegwerfen. Das können wir, brauchen wir gar nicht aufheben. Mal wegwerfen. Brauchen wir auch nicht aufheben. Manchmal verdrucke ich mich noch gern. Aber ist egal. Dann mal kombinieren. Ja, schwierig eigentlich. Chance. Mitnehmen, kombinieren. Das sind Hunde. Oh, das gefällt mir gar nicht gut. Das mag ich nicht so gerne. Weil wenn es da Hunde gibt, das ist... was ist das? Gott sei Dank geht's da nicht raus und auch nicht. Okay, da geht's später raus. Ich muss mich da umschauen. Ich brauche jede Munition, die ich kriegen kann. Ja, wie gesagt, auf die Hunde kann ich verzichten. Hunde. Okay, Gott sei Dank. Ha! Da geht's erstmal nicht weiter. Okay, dann geht's. Liegt da nix? Echt scheiße. Nix liegt. Da auch nicht wo, irgendwo. Das ist echt komisch. So viele Polizeiautos. Diese Sounds.
Hab ich da jetzt was gesehen? Nein. Okay. Okay, gut, da geht's auch nicht weiter. Dann gibt's noch einen Weg. Da gibt's auch nichts. Dann kann's noch hier. Hä? Hä? Mist. Nicht ohne Karte. Wow. Ah. Na. Das glaube ich einfach nicht. Runter von mir! Wer ist da? Aufgepasst. Weg damit. FBI. Entschuldigung. Danke. Für die Hilfe. Überrascht mich, dass Sie noch leben. FBI, was? Was geht hier vor sich? Bedauere. Die Information ist streng geheim. Wo gehen Sie hin? Tun Sie sich einen Gefallen. Stellen Sie keine Fragen und verschwinden Sie von hier. Hey! Ich hab noch nicht ausgeredet! Was habe ich jetzt gekriegt? Jetzt habe ich nicht aufgepasst, was links oben gestanden ist. Ey, da! Ey, da! Oh, fuck. Ey, wo sind sie hin? Sie geht durch die Tür und ist weg. Das glaubst du wohl selber nicht. Das geht gar nicht. Was geht? Hallo! Firing Range. Karte der Polizeistation. B1. Oh, Hundezwinger, glaube ich. Generator irgendwas, Tiefgarage, Zwinger, Transformatorraum, Leichenhalle, Schießstand. Alles klar. Er steht doch wieder. Wow. Oder das ist auch sehr einladend. Ich mag das, wenn eine Tür nicht aufgeht. Wirklich sehr einladend. Mhm. Oh, oh, scheiße. Du bist scheiße. Geht da nirgends rein, das ist schon mal fix, ne? Weiter. Es ist keine gute Idee, vermutlich. Da gehen wir rein. Da geht's nicht rein. Oh, Gott sei Dank. Hallo? Hey, ich glaub's ja nicht. Ein echter Mensch. Hallo, Mensch. Sind Sie hier schon lang? Lang genug. Sind nur noch wir am Leben? Nein, gibt noch mehr von uns. Oh, gut zu hören, schätze ich. Ja. Es sei denn, Irons schickt sie. Irons? Sie meinen Chief Irons? Ist er noch hier? Wen kümmert's? Hoffentlich hat jemand ihn schon verspeist. Was meinen Sie damit? Dieser Mistkerl hat mich hier eingesperrt. Bin sicher, er hatte einen Grund. Hatte er. Ich stand knapp davor, ihn auffliegen zu lassen. Ich hätte dasselbe getan, schätze ich.
Hey, wie wär's mit einem Deal? Befreien Sie mich und ich gebe Ihnen die. Gibt keinen anderen Weg aus der Tiefgarage, glauben Sie mir. Sorry, das geht nicht. Nicht ohne den Chief zu fragen. Hören Sie, wir beide müssen hier irgendwie raus. Entweder arbeiten wir zusammen und helfen uns, oder... Scheiße, es kommt. Was? Was kommt? Komm, komm, sag kein Arschloch, okay? Du brauchst die! Lass mich verflucht nochmal hier raus! Oh mein Gott. Wer ist da? Ich bin's nur. Stecken Sie bitte das Ding weg. Ich weiß gar nicht, was passiert ist. Das ging alles so schnell. Ich sagte doch, Sie sollen abhauen. Sie wollen doch nicht enden wie Ben, oder? Sie kannten ihn? Er war ein Informant. Hatte Informationen für meine Untersuchung. Also hat er die Wahrheit gesagt. Hey, Sie können mir nicht immer weglaufen. Ich weiß nicht mal Ihren Namen. Ich bin Leon Kennedy. Finde einen Weg raus, Leon. Bevor es zu spät ist. Dann reden wir. Ich bin Ada. Ich schätze, das ist ein Deal. Notiz, Gefängnisschaltschrank. Der Schaltschrank ist defekt. Können Sie die zuständige Person schleunigst darum kümmern? Dürfte zwar allen bekannt sein, aber da der Schaltschrank höllisch alt ist, brauchen wir Schaltschrankteile, die nicht mehr hergestellt werden. Im Transformatorraum müssten noch ein paar herumliegen. Nachtrag, mir wurde gesagt, dass im Transformatorraum nur noch eins dieser Schaltschrankteile ist. Der Typ, der die Glocke des Uhrenturms reparieren soll, müsste noch eins haben. Also nehmt es ihm, ich meine, bittet ihn höflich darum. Muss ich da jetzt reingehen? Obwohl ich dahinter bei... Achso, das muss ich reparieren. Muss ich einsetzen, muss ich klar, ne? Was in aller Welt? Ja, fuck, das war echt heftig. Ah, da, gehen wir nicht rein. Muss ich aufmachen, oder wie? Ich will da nicht aufmachen. Ich glaube, ich muss da aufmachen. Da gibt's nicht... Na, wir machen da mal nicht auf, gehen zurück und gehen da. Ja, genau. Alter, ist da jetzt hell geworden, wa? Cool. Kommen wir da notfalls wieder zurück? Okay, notfalls kann ich da wieder runter. Ob das jetzt was bringt, weiß ich nicht, aber gut zu wissen. Okay. Jo. Da ist der Zwinger. Da ist der Schießstand. Entsorgungsnotiz. Zu entsorgendes Objekt Schlüssel für Einsatzwagen 7439. Details verbogener, unbrauchbarer Schlüssel, mit dem man aber auch noch per Tastendruck Türen und Kofferraum des Wagens öffnen kann. Dose. Die werden wir gleich mal untersuchen. Ah, ja. Okay.
Eine Nachricht von Mr. Raccoon. Hallo Jungs und Mädels, hier ist euer Freund aus dem Raccoon City Zoo. Schön euch zu sehen, heute möchte ich über etwas reden, das mir sehr am Herzen liegt. Ihr kennt doch meine beliebten Mr. Raccoon Figuren, oder? Also ich habe gehört, dass einige böse Kinder sie für Schießübungen benutzen, aber das macht mich sehr traurig. Liebe kleine Kinder würden doch nicht so gemein sein, oder? Das ist nämlich total mega gefährlich. Also lasst das bitte schön bleiben. Wir sehen uns im Zoo, Mr. Raccoon, over. Ritte! Da möchte ich nicht... Oh. Genau, da wollte ich her. Die zwei stehen auf. Hallo, Ritchie. Da ist Munition. Ja, und Frau Polizist. Ich hab aber sonst... Ich scheiß drauf, wir müssen nur das Ding zerschießen. Haben wir ja hingekriegt, ne? Kriegt da eh nichts mehr. Na, alles klar. Ich schwör's, sau wenig. Ha, Gott sei Dank. Ah, das ist immer das Beste. Warum ist da so ein Ort Schacht? Das taugt mir gar nicht. Wie gesagt, auf Hunde habe ich auch Lust. Ein blaues Kraut. Nur nicht, wurde ich, keine Ahnung. Oh fuck. Scheiße. Oh Scheiße, Alter. Anfang hast du gestern schon verpasst, mein lieber Blue. Aber den Anfang gibt's auf YouTube zu sehen. Das ist mies. Dass das da gleich hässliche Hunde kommen. Die wahrscheinlich mit. Weiß Gott wie viel Schüssen, weil weiß Gott wie viel daneben. Holy crap! Oh, bleib drin, bleib! Soll ich den Kleider schießen? Freunde! Oh fuck, der Hund ist drauf. Oh, da gibt's noch mehr. Schießen oder nicht schießen? Ich hab Angst, dass die rauskommen. So, ey! Ach so, heute, ja, ja. Na leider, ich habe ein bisschen später anfangen können. Sind einfach, sorry, ein absoluter Hundefreund und könnte niemand irgendwie ansatzweise einen Hund verletzen, aber das ist... Ich möchte nicht, dass sie rauskommen. Hurra! Oh, scheiß Leichenhalle. Oh,
Autopsiebericht Nummer 53477. Name des Verstorbenen Justin Hansen, männlich, weiß, 39 Jahre alt. Beobachtung vom Personal, tot im Bett seiner Gefängniszelle aufgefunden. Hände aufgrund der Leichenstarre zusammengeballt. Sollte bald nachlassen. Wahrscheinlich nach Löschung des Lichts verstorben. Der Verstorbene war ein Kleptomane, der mehrmals in Haft saß. Unglaublicherweise klaute er sogar im Gefängnis weiter, wobei das nur einer seiner klinischen Diagnose entspricht. Nur sein, okay. Sollen wir das jetzt auch... Hä? Basti. Ja, na, Hunderte wären fix rausgekommen. Ich habe fast verwetten. Oder? Ach, scheiß auf die Munition. Justin? Komm rauf. Justin? Das ist ein Rätsel. Justin. Oh no. Oh, lassen wir den nochmal drin. Muss ich den rausholen? Ah, der hat was ge... Ah, der wird die Sicherung geklaut haben. Okay, Justin, komm raus. Na! Oh, fuck you! Alter! Bist du gescheißiger? Das ist... Ich halte das nicht aus. Warum? Dass der Justin aufsteht, ist... Dass der Justin aufsteht, das war mir eh klar, aber... Alter, mir ist hier schon heiß.